Blick ist zwar noch nicht ganz, aber vielleicht. Das scheint ja was zu bringen. Warum und wie jetzt? Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Scheint die Lösung zu sein. Das Einfirmen ist Richtung Nordmo, wie sich etwas zu öffnen scheint. Jetzt können wir durch die Türen durch. Jawohl. Jetzt müssen wir noch hier runter. Was haben wir hier? Aha. Moore was too small to fully understand what was happening during the Exodus, but she saw what the poison was doing to the people around her, plaguing the mind with visions, corroding and eating the flesh. She couldn't bear to watch person after person disappear from her life, so she hid in the networks below. Far away from it all, she never found out exactly who succumbed to the poison and who made it off the island. But it barely matters to her when they're all still gone. Uh-huh. Und den Gefallenen hat man hier den dieses Ehrenmal hinterlassen. Das Denkmal. Es ist kein Platz für die Figuren. Okay. Beim letzten wird Platz sein. Wir werden jetzt alle in den vier Himmelsrichtungen untersuchen und beim letzten, den wir besuchen, wird Platz sein. Ich sag's schon. Ich sag's schon mal voraus. Matsch, matsch, matsch. Runter. Sind lang. Most of Moore's family is still here, however. They couldn't leave their little Moore behind. She is proud now to have been tasked to protect them by virtue of the knowledge and power she found. For when she went below and found the fabled giants, when she befriended them as the only human in generations, they forged the Omni-Switch for her and made her their apprentice. She spent years confined in the underbelly of these islands, just so the surface could shine. She hopes her family is proud as well. Gruft ist eine andere Familie. Okay. Ich kann auch unsere Figur nicht ablegen.
eine kleine Information von der Oma, wo denn der Platz ist. Das wäre vielleicht auch mal nett gewesen. Hätten wir hier vielleicht mal uns wertvolle Zeit ersparen können. Und dann halt hier hinauf. Ich sag's euch, in der letzten wird's sein. Die letzte. Das ist jetzt die vorletzte, wie es ausschaut. The brothers once walked the surface. Many say they built the world with their hands. They were inventors and explorers, never minding the tiny humans between their feet, living in their tiny houses and tiny streets. When the blight first came and humanity fell into ruin, they went underground to find a solution. Their ingenuity and their toil saved the world above, but also bound them in the deep. Ja, dann konnten wir zumindest die ganzen Erinnerungen hier sehen, die Wandbilder. Auch hier kein Platz. Auch besitzt jetzt nur noch eine Gruft übrig. Ich hab's gesagt. Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Das ist natürlich die letzte. Korallengruft. Hier wird irgendwo Platz frei sein. So, hier. Und dann sieht doch ziemlich leer aus. Da wird doch mal Platz frei sein. Miri has two figurines in our home, a recent addition, but she has not told Mo who she is mourning. Miri has told Mo that she has a figure ready for her too, just in case. How many times has Miri thought of taking that figure here? All the times Mo would disappear below, all the times Mo was gone for months without contact, Miri not knowing each time whether her little sister would come up again, not knowing for months whether the catacombs or the blight had finally taken Mo for good. So, hier können wir doch bestimmt das Flügelchen ablegen. Granny's decided that she's grieved enough. Du hast einen würdigen Platz für die Figuren gefunden. Es ist verbracht. Kehre nach Morphus zurück. Für Oma. Errungenschaft freigeschaltet. Geht's hier raus? Hier ist zwar ein Torbogen, aber raus geht's da nicht.
Dann können wir jetzt mal das letzte, den letzten Riesen erwecken. Nicht den letzten, jetzt den dritten. Den letzten in diesem Stream. Das Rätsel war ja nun mal hier. So, wir gehen weiter. Oder beziehungsweise zurück. Zurück zum Haus der Oma. Erwecken wir dort noch. Still struggling for air. Only half of the engines running. Only half of her world protected. But at least this promise she has now fulfilled. Mit zwei Riesen müssen wir noch befreien. Holen wir uns den Uni-Switch zurück. Das ist den Uni-Switch aufgehoben. Ja, genau, dachte ich mir, dort müssen wir nochmal lang. Wir müssen nochmal zurück. Und dann können wir die Riesen. Eine Riesenanden heißt er, glaube ich. Den nochmal befreien. Okay. Wir müssen nicht nochmal eine Illusion durcharbeiten. Oder etwa doch. Ja, zurück zur Großmutter. Vielleicht können wir es diesmal überspringen. Ich fürchte aber nein. Das können wir nicht. Sind hier nämlich schon sehr, ja, sehr nach Illusion aus. In der Fantasie. She has a pressing task to finish. The one in the physical world. But maybe in this place. Where time has no meaning, she can stay for a moment and rest. Naja. So, also nochmal zurück. Die drei Dinger nochmal. In welcher Reihenfolge jetzt? Auf hier sogar. Das Ding, der Corona, der Fisch und Corona, das andere, der Corona, der Fisch und das andere dann zum Schluss. Schmale, das Corona, der Fisch. Okay, da kommen wir gleich hin. Hier der Schmale hier zuerst. Schmale Qualle. Dann das Corona, dann die Qualle und dann der Seestern und der Fisch. So, na komm. Müssen wir wahrscheinlich auf die Dinger hoch. Nein, wieder unten. Bisschen Jump and Run hier. Oh no.
Es wird mir langsam zu blöd. Sehr schön. Seestern, der Fisch. So warm Wasser. Müssen noch beide irgendwo hier noch sein. Oder auch nicht. Zwei fehlen noch. In dieser albtraumhaften Welt hier. Na komm, wo seid ihr? Ist das Ding? Ich hoffe, das ist das Richtige. Natürlich nicht. Sollen die Beine jetzt... Oh, oh Scheiße. Die Beine jetzt auch noch einsammeln. Erst das Dünne, dann das Corona, dann der Fisch und dann das der Seestern. Okay. Ob wir den Fisch niemals finden. Erst das Dünne, das war glaube ich weiter rechts. Ne, das war hier. Dann das Tricksteil hier. Hier runterfallen ist blöd. So ist der Fisch. Das letzte von den vier und dann. Fisch brauchen wir, der hier hoffentlich irgendwo ist. Da ist er. Sehr schön. Und jetzt den Stern. Den Seestern. Sehr schön. Das ist die Truhe da drüben. Hurra! Und sie und ihre Fieberträume hier. Schlüssel zur Spieluhr. Ich hab's ja schon fast gedacht, ich war es mir. Es war mir ja ziemlich bewusst, dass wir die nochmal lang müssen. So auf dem Weg zurück dann nochmal das fahren müssen. Tja. Müssen wir halt jetzt.
Aha. Alte Erinnerungen. Miri und sie. Der gelbe Stein. Der Kristall. Freischalt, erinnere dich an Miris Licht. Und weiter vorne. Na komm, Kapitel 3, Teil 3, an das Motto. Jetzt machen wir hier noch den, jetzt retten wir noch den Andesign-Motor. Jetzt erwecken wir noch den letzten, den dritten Riesen, den vorletzten Riesen. Und sagen Oma, dass wir es geschafft haben. Jo. Und dann lassen wir es, glaube ich, für heute sein. Wenn wir den dritten Riesen erweckt haben. Und noch zwei ganz Riesen in diesem Stream geschafft. Moore's grandmother says, thank you. And asks for one more favor. Would you sit with this old woman and listen to the birds and the water? Granny, ich will den Riesen, ich muss... From far away would visit Beva and Leusa. To have a few days, okay, jetzt so, Oma, wir beginnen erst den Riesen retten. And how lucky little Moore was to have a lifetime. Wir gehen erst den Riesen erwecken, dann kommen wir nochmal her, sitzen uns hin. Ist das ein Deal? Moore responds, she only has a minute, but her grandmother smiles, patting the empty seat beside her. Können wir das so machen, dass ich erst meine Arbeit fertig mache, nach der Arbeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich gehe erst den Riesen retten und dann wäre das ein Deal? Scheinbar nicht. Kleiner Teaser auf zukünftiges, die Insel, die wir noch bereisen werden, oder was? Oder die Insel, die wir teilweise schon bereist haben. Das ist sehr schön. Es ist dann Arbeit vor zu und wecke André Andy auf. Tun wir doch gerne. Ja, sehr schön. Ich bin bereit. Den einen Luftaufrisch haben wir geweckt, gerettet, erfrischt, die Figur zurückgebracht. Und weiter geht's. Wecken wir den dritten Riesen auf. Stale air is even stronger here. Enough distractions. It's time to wake Ander from his sleep. Ganz genau. Drei Erinnerungen noch hier.
Such ich mal hinunter. Nach unten müssen wir wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich wieder hier die ganzen Dinge, Kabel, Herzenkrams machen. So funktioniert das hier bei den Riesen. Da schläft er wieder. So, hier hinunter. Wieder zu den Füßen. Der anderen. Drauf läuft es hinaus. Ich sehe schon das Kabel. Na dann. Ande, the giant slumbering beneath Memophesti, is the oldest of the four brothers. Older not by years, but by centuries. A fitting guardian for the islands of the dead. So, hier. His throat making no sound. His chest frozen in place. Stimmt, jetzt wo du sagst, das ist schlecht. Das müssen wir erstmal wieder zum Leben bringen. Der atmet nicht. Von ihnen wieder zum Leben erwecken können. Make haste, Maul. Maybe you haven't killed him yet. Die haben schon lange keine Luftzufuhr mehr. Mit dem Strom schnell um. Jetzt auch noch mal der Timer oder was? Nicht mit Timer. Hier können wir gleich mal sehen, wie weit es darum steht. Na komm. Sehen was. Der dritte Riese muss geweckt werden. Dann können wir am nächsten Stream das Ende machen. Das zu Ende spielen. Da haben wir sein Herz.